Klapperschlange, Löwe, Kakadu, Knu. So, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video bekommt ihr jetzt eine kleine Erklärung, denn die Tiere, die haben ja verschiedene Trommeln und Rhythmusinstrumente und Percussioninstrumente immer mit abgebildet. Nur weil für uns Perkussionisten und Trommler das ganz normale Instrumente sind, muss man die nicht alle kennen hier und vor allem auch nicht mit den richtigen Namen. Deswegen erkläre ich das auch immer ein bisschen, dann haben wir auch ein bisschen Instrumentenkunde. Und heute geht es um die Klapperschlange. Ne? Die Klapperschlange, die hat natürlich, die Klapperschlange in Wirklichkeit, die rasselt ja hinten, ne? Die hat diese Klappern am Schwanz hinten, ihr kennt diesen Spruch. Es klapperten die Klapperschlangen, bis ihre Klappern schlapperklangen, ne? So. Nicht so einfach auszusprechen. Also, die Klapperschlange, die hat eben diese Rassel, genau. Und zwar, früher, als ich noch jung war und angefangen habe zu trommeln mit 12,5 Jahren, dann in der Musikschule und so weiter, da haben wir diese Rasseln Rumba-Kugeln genannt. Das ist die Assoziation mit Rumba, einem Rhythmus aus Kuba, weil diese Rasseln werden auch in Kuba und Lateinamerika, Südamerika und der Karibik viel gespielt. Ne? In Wirklichkeit heißen die Maracas. Ja? Wir haben damals Rumba-Kugeln gesagt, die gibt es in ganz verschiedenen Farben, Größen, Klängen, Klang. Langer Stiel, kurzer Stiel, ja, diese Rumba-Kugeln rasseln, heißen Maracas. Eine weitere Besonderheit, das ist den meisten gar nicht bewusst und Ihnen vielleicht auch den meisten von euch noch gar nicht aufgefallen, aber die klingen nicht gleich, die kommen ja immer im Pärchen, die Maracas, und da klingt immer eine höher und eine tiefer. Ja. Genau. Und wenn man es richtig spielen will, die Maracas, nimmt man die höher klingende in die rechte Hand als Rechtshänder und die tiefer klingende in die linke. Viel Spaß, bis bald und tschüss.